So, Freunde, da sind wir wieder bei Mafia. Mal gucken. Wir haben jetzt den Bruder von Morello ausgeschaltet, Sergio Morello. Und ich glaube, das wird Morello nicht gefallen. Nach Sergios Tod herrschte wochenlang Chaos. Unsere Jungs gegen ihre. Und Morello war untergetaucht. Aber ein Boss kann sich nicht ewig verstecken. Damit ein Don gefürchtet wird, muss er sich sehen lassen. Schließlich hörten wir, dass er sich zeigen würde. Morello will uns provozieren? So tun, als wären wir nicht im Krieg? Wir werden uns ihm stellen. So kriegen wir ihn. Wir warten vor dem Theater. Bis zum Ende der Show. All die reichen Arschlöcher werden rauskommen. Und dann schnappen wir uns Morello. Aus der Menge. Bevor sie uns kommen sehen. Das Theater wird voll sein. Möglicherweise wird sogar der Bürgermeister da sein oder der Polizeipräsident. Genau darum geht's, Tom. Wir töten ihn in der Öffentlichkeit, sodass es die feinen Pinkel sehen. Dann wissen sie, wer der Chef ist. Ganz egal, ob man eine Marke, eine Robe oder ein fettes Bündel Geld in der Tasche hat. Wer Salieri in die Quere kommt, ist tot. Okay, Boss. Wir erledigen das. Nehmt die Maschinengewehre, aber seid euch sicher, dass ihr vor dem Theater keine Aufmerksamkeit auf euch zieht. Haltet die Knarren versteckt, bis ihr Morello seht. Und dann durchsiebt ihr ihn. Der weiße Anzug soll aussehen, als wäre er mit Rosen bedeckt. Verstanden? Klar, Boss. Okay. Irgendwas wird doch jetzt mit Sicherheit sehr, sehr dolle schief gehen. Endlich. Endlich packen wir es an. Ganz ruhig. Wir müssen zum Theater, bevor die Vorstellung vorbei ist. Tom, du fährst. Natürlich fährt Tom. Es steht fest, Jungs. Morello stirbt heute Abend. Heute. Scheiße. Viel Glück, Leute. Kommen die mit? Ja, die kommen mit. Drück aufs Gas, Tom. Unglaublich, dass wir nach all den Jahren endlich Morello aufs Korn nehmen. Nicht seine Leute oder Familie. Endlich ist er selber dran. Damit schließen wir ein langes Kapitel ab. Und wenn er weg ist? Sind wir die Könige. Nein, ich meine, was ist mit dem Don? Werden ihm die Tränen kommen? Er wird einen hübschen neuen weißen Anzug tragen. Okay, irgendwas wird doch bestimmt jetzt ganz, ganz gewaltig schief gehen. Also das ist mit dem, dass der Sergio, alles klar, oder? Jungs? Ja, ich schwitze nur wie verrückt. Siehst übel aus. Wir sind fast da. Zähne zusammenbeißen. Das mit Sergio war auf jeden Fall schon eine sehr schwierige... Nur auf ihn. Eine sehr schwierige Sache. Der hatte wirklich sehr viel Glück, der Sergio. Wir tun's wirklich. Wie lange kämpft er schon gegen den Boss? 10 Jahre? Länger. Macht der weiße Anzug ihn zu einem leichteren Ziel? Ich denke nicht, nein. Ich denke, das wird sehr, sehr... sehr, sehr spannend werden jetzt gleich. Hast du etwa einen Todeswunsch? Ach Sam, sei doch mal ruhig. Das hat doch kaum Leben gekostet. Ich sehe ihn! Heiz ihm ein! Ja, geht's jetzt schon los, oder was? Los! Los! Das ist natürlich jetzt nicht so gut gelaufen. Häng dich ran, Tom! Sonst macht der Don uns fertig! Wenn ich dran bin, schießt auf die Autos um ihn herum. Die müssen wir zuerst ausschalten. Alles klar! Ah, die Bullen! Ein paar von denen haben das Theater beobachtet. Morello hat sie zum letzten Mal bezahlt. Ab morgen gehören sie uns. Alles klar, Chef. Folgen wir sehen. Steht im Weg, Freunde. Du musst näher rankommen! Morello muss ziemlich nervös sein. Hat alles an ihm. Nee, schaffe ich nicht mehr. Der Tennis hat mir da, mit der, dadurch, dass sie da auf der Straße gestanden haben, hat der mir die Show versaut. Da habe ich so einen Rambock wieder hingelegt, ey. Häng dich ran, Tom! Sonst macht der Don uns fertig! Wenn ich dran bin, schießt auf die Autos um ihn herum. Die müssen wir zuerst ausschalten. Alles klar. Erste Auto stehend. Ein paar von denen haben das Theater beobachtet. Morello hat sie zum letzten Mal bezahlt. Ab morgen gehören sie uns.
Packt sie aus, wenn ihr könnt. Aber wir sind wegen Morello hier. Wenn wir sie verlieren, taucht er Monate unter. Oder länger. Er darf nicht entkommen. Er könnte überall hin verschwinden. Wenn er entwischt, verkriecht er sich vielleicht in einem anderen Staat. Wir müssen ihn heute schnappen. Okay, dann gehen wir noch mal Vollgas. Okay, ich komme leider nicht ran. Immer so um die Kurven fahren muss. Der kennt, der weiß genau um meine Schwachstelle in dem Spiel, das Kurven fahren. Und so habe ich ja nicht den Hauch einer Chance getroffen. Das, wir dürfen den nicht verlieren. Ey, bitte nicht, ich will das nicht nochmal alles machen müssen. Das wird ganz schön eng. Morello hat einen guten Fahrer, aber er ist nichts gegen dich, Tom. Okay, wir sind dran. Wir sind dran, Homeboys. Da kommen die nächsten Bullen, die nerven. Schön viele Verfolgungsjagden. Wie das Spiel so zu bieten hat. Viel Autogefahre, viel Verfolgungsjagden. Na, ob das so das Richtige für mich gewesen ist, weiß ich ja jetzt nicht. Vor allen Dingen muss er sich natürlich die... Wo will er hin? Er kommt nicht aus der Stadt, wenn wir ihm an der Stoßstange kleben. Wo immer er hin will, er hat's echt eilig. Der Flughafen! Er will von hinten rein! Er hat ein Flugzeug? Klar hat er ein verdammtes Flugzeug! Da sind noch mehr seiner Leute! Gut! Wir müssen alles säubern! Er wird sterben! Und seine Leute auch! Okay, aber wir drei bleiben am Leben! Sie haben den Flughafen gerade erst wieder hingekriegt! Okay. Wir haben Gesellschaft! Ich sehe sie! Einfach rüberfahren. Verdammt! Seid ihr okay? Ja, nichts passiert. Nur etwas Glas in den Haaren. Lässt sich leicht rauskämmen. Dann eben zu Fuß. Los, Bewegung! Alles klar, let's go. Wir kriegen den jetzt dieses Mal. Dieses Mal haut Morello uns nicht ab. Wir töten ihn. Das war easy peasy. Erinnert ein bisschen an die letzte Mission, muss ich sagen, wo wir auch einfach nur durch so ein Gebiet gerannt sind und durch die Gegend geschossen haben. Da oben ist schon wieder so ein... Okay, bad. Wo wir auch einfach durch die Gegend gerannt sind und Leute erschossen haben. Ah, der ist bei uns. Ups.
Bin ja mal sehr gespannt, ob wir Morello jetzt diese Folge noch bekommen. Oh Gott, was ein Aim, Digga. Alles klar, Bruder. Sam, Pauli, ihr müsstet mal. Oh, hier ist Heilung. Ich brauche dringend Heilung. Und hier sind aber auch Granaten, die brauche ich auch. Und Heilung. Gib mir die Heilung. Perfekt. Weiter geht's. Ich muss nachladen. So, Freunde, wo ist er denn? Wird auf jeden Fall Zeit, dass wir den Finnes jetzt mal langsam hier niedermähen. Und ist vielleicht die Pistole tatsächlich die bessere Alternative. Die ist ein bisschen präziser. Ja, hier wird natürlich stark unter Sperrfeuer genommen, ne? Hier war, hier ist Heilung. Heilung, Heilung, Heilung. I want Heilung. Comic. Machen wir den Bums noch mal auf hier. Sehr gefährlich, das so zu machen. Du bist der beste Schütze von uns. Steig ein, Mann! Bring uns hoch! Wir sind zu langsam! Was muss ich tun? Kann ich nicht auf den Reifen schießen vielleicht? Zieh uns hoch! Die Reifen, Bruder! Er will starten! Zieh auf die Motoren! Richten wir Schaden an? Nicht groß! Warte mal, Tommy! Das funktioniert nicht! Es muss klappen! Er ist in einem scheiß Flugzeug! Hör auf und lass mich! Noch ist er nicht weg! Das müsste doch eigentlich geklappt haben. Ich übernehme das Steuer. Warum? Weil ich hier der Fahrer bin. Und jetzt müssen wir einen Flieger erwischen. Okay, das ist der Plan. Wir folgen ihm, sehen, wo er landet und feuern dann aus allen Rohren und machen sie alle. Der Vogel bleibt bestimmt nicht in der Luft. Nee, der bleibt nicht in der Luft. Das Ding wird nicht landen, sondern abstürzen. Sieht es für dich aerodynamisch aus? Gott sei Dank haben wir dich im Auto, Professor. Morello wird einen Flugzeugabsturz nicht überleben. Wahrscheinlich nicht, aber er ist erst tot, wenn wir ihn tot sehen. Genau. Gerade ihr zwei solltet das inzwischen wissen. Ja, recht hat er halt, der Sam, ne? Selbst wenn er das vielleicht nicht überlebt, das vielleicht reicht halt nicht. Der darf das nicht. Wohin will er den Vogel bringen? Vielleicht zur Rennstrecke. Dort kann er ihn eher sicher auf den Boden. Was ist heute mit dir los, Tom? Vielleicht zur Rennstrecke. Dort kann er ihn eher sicher auf den Boden bringen. Landen kann er, aber er wird nicht sicher sein. Egal, wo er landet, wir sind ihm auf den Fersen. Wir fahren einfach der Spur nach, würde ich mal sagen, dieser Rauchschwade, die am Himmel leuchtet. Ja. Geht der runter? Ja, ja, geht der. Hast du etwa einen Todeswunsch? Nein, Sam, das hast du mich jetzt aber auch schon bestimmt 10-mal gefragt. Kommt schon, wir müssen sicher gehen, dass er tot ist, bevor die Bullen aufkreuzen. Ja. Sowas überlebt keiner. Mann, ist das viel Rauch. Irre, dass wir das geschafft haben. Ja, irgendwie unwirklich. Passt auf und haltet die Waffen bereit.
Wir dürfen nicht nachlässig werden. Genau. Wir haben keine Zeit. Alle Bullen der Stadt sind auf dem Weg hierher. Wir steigen aus, sehen nach und verschwinden. Klar? Aber sicher. Hast du etwa einen Todeswunsch? Geht das hier nicht? Das sieht nicht. Okay, also wie es aussieht, müssen wir wohl komplett auf den Hof fahren. Oh mein Gott. Der Bastard ist tot, er weiß es nur noch nicht. Los, schieß ihn ab. Ja, das überlebt er safe nicht. Jetzt weiß er es. Ja, Mann. Gut gemacht. Okay. Dann machen wir jetzt mal einen Abgang, würde ich behaupten. Hauen wir ab. Ja, machen wir mal einen Abflug. Aber ich glaube, Tommy gefällt das irgendwie nicht, was hier im Moment los ist. Und ich kann das auch ein bisschen verstehen. Wir sehen uns im Jenseits, Marco. Das war's mit dem Kapitel. Ich glaube, dass unser Freund, der werte Herr Salieri, jetzt etwas übermütig wird. Jetzt, wo Morello tot ist, könnte das schwierig werden. Ich bin gestorben? Wie bin ich gestorben? What? Ja, okay, das kennen wir ja jetzt schon. Kapitel abgeschlossen. Fortsetzen. Intermezzo. Da sind wir wieder beim Polizisten. Sie verfluchtes Phantom. Ich habe sie 3 verdammte Jahre lang gejagt. Dafür gibt's lebenslänglich. Oder den Stuhl. Sie wollen nicht den kleinen Fisch, sondern den großen dahinter. Darum geht's also die ganze Zeit, hm? Sie liefern mir Salieri. Die gestohlenen Geschäftsbücher. Ich habe sie. Gehören Ihnen genug, um Salieri für immer einzusperren. Wenn wir einen Deal haben. Meine Familie für den Don. Erkennen Sie jemanden? Wirklich nicht? Der Alte ist Don Pepone, die 2 Jüngeren sind Morello und Salieri. Ja. Okay, verstehe. Wann war das? 1920? April. Morellos Hochzeit, Salieri war sein Trauzeuge. Scheiße, sind ja noch Kinder. Und schon Soldaten in Pepones Truppe. Was ist passiert? Wie konnten sie von besten Freunden zu erbitterten Todfeinden werden? Ich wusste nicht mal, dass sie Freunde waren. Ach, Tommy. Was sie alles nicht wissen, könnte einen ganzen Tresor füllen. 1922 ertrinkt Pepone in einem See. Damit alles weiter glatt läuft, teilen sich Salieri und Morello die Stadt untereinander auf. Ja, ich habe die Geschichte gehört, also was? Ihre Freundschaft hätte für die Abmachung reichen sollen. Macht aber keinen Unterschied. Nach Morello war Salieri glücklich. Dachte, uns gehört die ganze Stadt. Ich war nur froh, dass der Krieg vorbei war.
Aber dann dachte ich nach. Was nützte Morello sein ganzes Geld, wenn es ihn nicht vor jemandem wie mir schützen konnte? Einem verdammten Taxifahrer. Es hat ihm nur eins gebracht. Eine riesige Zielscheibe auf seinem Kopf. Dieser Gedanke kreiste in meinem Kopf und ließ mich nicht los, bis ich eines Tages im Spiegel dieselbe Zielscheibe sah. Genau hier. Sie wollen auf meine Tränendrüse drücken, nicht wahr? Ich wollte das gute Leben nicht aufgeben, sicher nicht. Ich dachte, ich bin einfach schlauer als Morello. Damit nicht eines Tages Pauli oder Sam mit einer Knarre zu mir kommen würden. Die Sache ist, das sieht man nicht. Wenn man sich auf der Straße durchschlägt, um sein Leben kämpft, dann ist der Typ neben dir nicht dein Partner, sondern dein Bruder. Für ihren Bruder würden sie töten, stimmt's? Aber nachts liegt man wach und fragt sich, was er und der Don insgeheim planen. Ob dein bester Freund hungrig genug ist, dich zu verraten. Oh, es geht weiter. Wir sind tatsächlich im gleichen... Gab's Probleme? Nein, im gleichen Jahr wie die Geständnisse bei der Polizei. Noch was für mich? Paulis ist etwas leicht. In meinem ist mehr, sollte es ausgleichen. Gehst du gern schwimmen, Tom? War ein paar Mal am Strand, klar. Ich kannte mal ein paar Typen. Fuhren mit Bräuten an den See, tranken ein paar Biere, hatten Spaß. Und dann stürzte sich einer ins Wasser. Er schwimmt in die Mitte vom See und merkt, ihm geht die Puste aus, schafft's nicht zurück. Er ruft um Hilfe. Der andere Typ ist ein guter Schwimmer. Er schwimmt raus, um seinen Kumpel ans Ufer zu bringen. Der erste Typ ist dumm und weiß nicht, dass das Wasser zu tief für ihn ist, wird panisch, hängt sich an seinen Freund, beide gehen unter, tauchen nicht mehr auf. Pauli ist dein Freund und du bist loyal. Ich respektiere das. Aber zahl nie wieder seine Rechnung. Okay, Boss. Gut. Jetzt kümmern wir uns um diesen Turnbull. Den angehenden Gouverneur? Ja, den. Er redet davon, uns das Geschäft schwer machen zu wollen. Das ist schlecht. Lustig. Er gibt mehr für Huren aus als Pauli und Sam zusammen. Soll ich ihn besuchen? Vielleicht bestechen? Nein. Trau nie einem Heuchler, Tom. Wir müssen seine Ambitionen beenden. Und zwar so, dass niemand auf dieselben Gedanken wie er kommt. Hat Vinny einen Plan? Na klar. Turnbull hält eine Rede bei Central Island. Das Rednerpult ist abgeschirmt und schwer zu erreichen. Vom Turm im alten Gefängnis kannst du die Kundgebung gut sehen. Von dort verpasst du ihm ein drittes Auge. Okay. Ich hol mir von Vinny die Waffe. Denk dran, du hast nur eine Chance. Verfehlst du ihn, wird er sofort weggebracht. Ich bin ihr bester Schütze. Sonst würden sie nicht mit mir sprechen. Dann mach es. Der beste Fahrer, der beste Schütze. Was sind wir denn noch alles? Warum sind wir nicht gleich Leiter der Familie? Na, hübscher. Grüß dich. Deine Frau hat dich nicht verdient, weißt du das? Schaut nie rüber. Deine Frau hat dich nicht verdient. Ja gut, ich habe von Sarah ja kaum noch was mitbekommen, ne? Muss man auch mal dazu sagen. Hey, Tommy. Der Boss meinte, du hast was für mich. Ich hab da was von einem Typen in Fort Stanmore.
Salieri will das sauber durchziehen. Also ganz ruhig, bis der Kerl tot ist. Little Tony hat eine von diesen für dich versteckt. Oben im alten Knast? Ja, die Familie kennt den Laden sehr gut. Die aktuellen Bewohner sind ziemlich übel. Pass also auf, Little Tony hat das Gewehr in einem Zimmer mit Aussicht versteckt. Im obersten Stockwerk. Hab die Schnauze voll von diesen Politikern. Die Stadt gehört uns, Tom. Genau zwischen die Augen. Also die haben alle immer leicht reden. Such dir einen Weg rein und geh zum Wachturm. Ganz oben ist er abgesperrt. Die haben alle immer leicht reden, wisst ihr? Ich meine, die sind ja nicht in den Einsätzen auf den Straßen dabei. Ach, weißt du, komm, wir nehmen uns hier mal irgendein Auto von draußen. Die sind ja nicht dabei bei den Einsätzen. Der steht da, weißt du, und bringt Sprengstoff und Waffen ran. Der chillt den ganzen Tag da in seinem Lager und krault sich die Nüsse, während ich eine Straftat nach der anderen begehe, weißt du? So, und das ist natürlich jetzt nicht so gut. Wir haben alle immer leicht reden. Mach dies, mach jenes, genau zwischen die Augen. Weißt du, er ist ja nicht der Typ, der abdrücken muss. Er besorgt nur die Waffe. So, wir fahren auf jeden Fall jetzt erstmal zum Gefängnis und gucken uns da auf jeden Fall auch mal ein bisschen um. Er sagte, die Bewohner des Gefängnisses sind unangenehme Menschen. Heißt das, es gibt Ballerei im Gefängnis oder Prügelei im Gefängnis? Prügelei wäre mir lieber, muss ich sagen. Ballerei ist schon wieder so laut. Gut, dann schauen wir auf jeden Fall mal. Ich meine, das scheint ein Politiker zu sein, der uns nicht passt. Also Morello ist tot, die komplette Crew von Morello ist tot. Das heißt, Salieri hat jetzt eigentlich hier das Sagen, soweit ich das erkennen kann. Die Frage, die sich mir jetzt aber stellt, ist, wann kommt denn jetzt mal der Punkt, an dem sich Tommy... Das muss ja jetzt alsbald passieren, ne? Ich meine, wir sind jetzt schon 1938 und 1938 reden wir auch mit dem Polizisten. Also ich sag mal, alsbald gibt es hier auf jeden Fall einen dicken Turning Point und wir verraten, entweder werden wir verraten oder wir verraten jemanden. Ich schätze mal, wir werden verraten. Okay, da ist falsch. Müssen wir also hier hin? Wer bist du denn? Hallo? Hey, du da. Komm her. Was willst du von mir? Tonys Mann? Ja. Er meinte, du willst zum Wachturm. Hat mich bezahlt, damit ich einen Weg markiere. Man kommt nur durch die Kanalisation rein. Und dann geradeaus. Okay. Finde. Hey, du da unten! Wir bleiben, wo wir sind! Verzieh dich! Boah, mit dir habe ich ehrlich gesagt überhaupt kein Problem, ja. Das hier sieht aus wie die Penner-Markierung. Einfach runterjumpen oder das Safe die Leiter benutzen, oder? Ja, jetzt hat er die Leiter getriggert. Habe ich eigentlich Waffen dabei? Ne, ich habe tatsächlich gar nichts. Ne, ich habe nichts dabei. Okay. Folge der Penner-Markierung. Okay, wo ist denn? Get out. Das ist ja der einzig sinnvolle Weg hier, ne? Kommt jemand? Nein. Keiner von uns. Hier bist du nicht willkommen. Ey, ich warne dich. Was ist denn, wenn es fertig ist, Alter? Komm, jetzt gib mal Ruhe hier. Muss da jetzt echt nie sein. Hier geht's offensichtlich nicht weiter. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier durch. Na, guck mal, hier ist eine Penner-Markierung.
Klettern wir doch mal die Leiter hoch. So, ich grüße euch, Freunde. Sind hier noch mehr von denen? Ich habe keine Waffen, ne, wenn die anfangen zu schießen. Warum lasst ihr uns nicht in Ruhe? Junge, ich will doch einfach nur hier rein. Ein Problem oder was? Wir sind hier zu Hause. Warum versteht ihr das nicht? Ich will doch gar keinen Ärger machen, Mann. Entspann dich doch mal. Ich will. Egal. Hey, Cop! Es ist abgeriegelt. Kein Reinkommen. Bist du da sicher? Da kommt jemand. Ah, jetzt haben wir eine Notiz. Guck mal, das dürft ihr gerne lesen. Aber das ist ja völlig Latte, weil wir brauchen das ja sowieso nicht mehr. Das Gefängnis ist ja eh außer. Wo ist denn der Tönnis jetzt hin? Hier geht's scheinbar nicht weiter. Könnte ein Horrorspiel sein jetzt, ne? Willst du boxen? Wo ist der Wachturm? Geh durch den zentralen Zellenblock. Die Tore sind meist zu, wegen der Feds. Danke. Sei hier drin auf der Hut. Ja, alles easy, ne? Ich habe jetzt auch eigentlich nicht vor, hier irgendeinem von euch irgendwas zu tun, also. Ich bin eigentlich ein relativ entspannter junger Mann. Von daher. Vielleicht wird das offenbar nicht richtig. Oder muss ich das hier nochmal öffnen? Ah doch, ist wohl richtig. Das war wohl für Ausgang, ne? Hättest du dich boxen oder was? Hast du meinen Sohn gesehen? Als ich aufgewacht bin, war er weg. David? Wenn es jemand, der boxen möchte. Ich erledige dich! Oh. Hilfe hier drüben! Jetzt reicht aber mal hier. Zack, bam, bam. Bam, bam, bam. Und jetzt gibt's erstmal einen in die Fresse. Zack. Du gibst nämlich jetzt erstmal Ruhe, mein Freund. Ich tue ja niemandem was. Die greift mich einfach so an. Finde ich nicht nett. Bin ich sehr frech und deswegen gibt's da erstmal einen auf die Fresse. Ich suche aber irgendwie mal nochmal eine Waffe. Oh, hier kann ich irgendwo eintreten. Was ist denn hier hin? Ach, das ist der Eingang. Okay, nevermind, hier wollte ich nicht hin. Aber es ist auf jeden Fall ein Checkpoint, das ist gut. Wer bist du denn? Sind hier alle ein bisschen crazy, muss ich sagen. Okay, durch den zentralen Zellenblock hat die gesagt. Das heißt, wahrscheinlich ist das hier. Kann ich picken oder was? Du bist eh. Für dich ist jetzt erstmal Ruhe angesagt. Du solltest nicht hier sein. Boah. Für dich erstmal eine Tracht Prügel, mein Freund. Boah. So. Hier komme ich irgendwie nicht rein, ne? Ne. So. Ah, hier kann ich die Zellen aufmachen, guck mal. Jetzt kann ich hier rein. Kann das hier mitnehmen. Boah, davon haben wir 12 von 20 gefunden. Das ist gut, das ist sehr gut. Okay, hier. Auch nochmal, eine Markierung, ne? Mal sind wir hier richtig. Okay, finde den Wachturm. Oh, hier ist nochmal Heilung. Merkwürdig, ja, dass hier solche Leute drin wohnen. Was haben wir hier?
kommen mehr, um uns rauszuwerfen. Niemand kommt, um dich rauszuwerfen, Bro. Also ich zumindest nicht. Ich komme nicht, um euch rauszuwerfen. Ach hier, Guard Tower. Guck mal, perfekt. Das ist doch genau das Richtige. Da sind wir richtig. Guard Tower, da wollen wir nämlich hin. Und jetzt gucken wir mal, dass wir den Tönnis hier mal abknallen gleich. Ist das hier richtig? Hier? Ja, das ist richtig. So. Wo ist denn der Ballermann? Ah, hier. Perfekt. Nimm das Ding mal, Tommy, und dann erschießen wir jetzt mal den Politiker. So, wer ist es denn? Ja, wer ist es? Mal gucken, wenn er stehen bleibt, dann, gut. Turnbull ist getroffen. Der Schuss kam vom alten Gefängnis. Oh, das war ja wieder klar. Mist. Wie lange war ich weg? War nicht lang genug. Das Rohr ist schon mal in Ordnung. Das kann man mit Sicherheit gebrauchen. Aber hier ist auch noch was. Oh, Terror Tales, Alter. Hier drin. Der Schuss kam von hier oben! Boss meint, er wurde vor Ort für tot erklärt. Wir fanden wegen Mordes. Hey, sag mal. Okay, never mind. Irgendeiner hat mich gesehen. Ich habe keine Ahnung, wo der herkam, aber ich bin da ja auch gerade erst lang gegangen. Hm. Na gut, versuchen wir es nochmal. Ich hätte vielleicht bei Dings nochmal eine Waffe mitnehmen sollen. Irgendwie eine Pistole oder so. Da hätte ich mich hier eindeutig besser wehren können. Bin halt auch einfach völlig am Arsch, ne? Hier war was. Da war das Rohr, ne? Genau, das will ich haben. Nochmal bitte mitnehmen. So. Wir versuchen das Ganze jetzt nochmal aufs Neue. Hier waren wir auch drin. Das Sammelobjekt haben wir mitgenommen. Das hat er offensichtlich gespeichert. So, wo ist er nochmal? Achso, nur nochmal eine Notiz. Langweilig. Könnt ihr gerne lesen, wenn ihr wollt. Ist das hier ein elektrischer Stuhl oder was? Tatsache. Hier war wohl der Exekutionsraum. Sehr einladend. Der Schuss kam von hier oben! Boss meint, er wurde vor Ort für tot erklärt. Den Körper nehmen. Ah, da in der Zelle war einer. Oh, Beeilung, 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 Beeilung. Einmal den Körper hier rein. Den Ballermann von ihm. Kannst du da hinten mal weggehen? Danke. Okay, da ist der Revolver. Wunderbar, den will ich haben. Der dreht jetzt wahrscheinlich rum, ne? Das heißt, ich verstecke mich jetzt erstmal schön hier.
Und sobald er gleich die Biege macht, bin ich am Start. Schnappe ich ihn mir, den Tönnis. Ärgerlich, dass wir jetzt hier doch wieder rumballern müssen. Aber mein Gott. So ist das halt. Einmal müssen wir uns kurz heilen. Das ist ganz wichtig. Und dann versuchen wir mal hier aus dem Gefängnis zu entkommen. Ich weiß nicht, inwiefern Sneaky jetzt noch möglich ist, nachdem wir jetzt hier schon rumgeschossen haben. Müssen wir, glaube ich, wieder irgendwie was anmachen hier, oder? Ja, hier ist wieder ein Schalter, den wir anmachen müssen. Ich weiß jetzt, also wie gesagt, Sneaky weiß ich jetzt nicht, inwiefern das noch möglich ist, nachdem wir jetzt doch schon rumgeschossen haben. Nehmt alle fest, die ihr seht! Die Polizei! Es ist die Polizei! Ist halt vor allen Dingen auch ein Eimer. Wo ist der Schütze? Nicht! Wo ist der verdammte Schütze? Wo ist der? Hier ist der Schütze. Hier ist der Schütze, meine Freunde. Ihr habt ihn noch gefunden. Ich verstehe jetzt das Problem nicht, aber wir hätten uns dran vorbeischleichen können. Grüß dich. Haben wir nochmal Heilung? Dann kommen die nämlich auch nochmal. Nehmen wir nochmal mit, kann nicht schaden. Komm aus dem. Gib auf, du bist umstellt! Es gibt kein Entkommen! Hier sind alle Cops der Stadt! Turnbull war ein guter Mann! Klar? Ein guter Mann! Die Sache ist halt folgende. Willst du wirklich? Das Problem ist halt jetzt folgendes. Kommen wir hier hoch? Extrem vor! Rede nicht mit der Knarre rum! Genau, und kommen aus dem Gefängnis. Ich kann mich jetzt, glaube ich, auch nochmal. Kann ich mir. Kann ich einen Shotgun mitnehmen? Für Wede nicht mit der Knarre rum. Ich hab dich gerade erschossen. Motherfucker. Bitte nicht jetzt. Wir geben nicht auf. Okay, wir haben mich gefunden. Nehmt ihn in die Zange! Das sind wirklich verdammt viele. In dem Auge! Die Schrotflinte ist hier gerade wirklich sehr hilfreich. Rede nicht mit der Knarre rum! Oh Gott, halt doch um, ey. Auffüllen, Freunde. Ich sehe ihn halt auch nicht, ne? Ja, auf jeden Fall einen Treffer da gekriegt. Ich darf jetzt nicht sterben. Tom, du hängst am Gitter fest.
Heilung. Und sag mir nicht, ich komme da jetzt nicht rein. Sie haben mich gerade nicht mehr auf dem Schirm. Ich glaube, das Einzige, was das nützt, ist, dass ich wieder sneaken kann. Oder ziehen sie ab? Ich warte jetzt einfach mal kurz hier. Sie sehen mich ja gerade scheinbar nicht. Hauen die dann wieder ab, wenn ich jetzt mich nicht mehr zeige? Okay. Das ist ja interessant. Ne, da kommen sie, da rennen sie wieder rum. Also es findet mich ja gerade offensichtlich niemand. Aber sie kommen leider wieder. Sehr schlecht. Nochmal drei Cops, die jetzt hier ankommen. Wir sollten es dort versuchen. Ich kann mich allerhöchstens nochmal versuchen, bei denen rauszuschleichen, aber jetzt drei Cops hier im Innenhof. Die Frage ist halt nur, wie lange dauert es, bis hier einer reinkommt. Versuchen wir es hier drüben. Boah, ich muss die, glaube ich, echt alle drei erschießen, ne? Fehlt noch. Okay. Wie? Ich komme doch nie wieder raus, Leute. Fucking go. Fahr, Tommy! Wagen. Schnappt ihn euch, bevor es weiter eskaliert. Sehr schlecht, was hier gerade passiert. Das ist wirklich sehr, 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 sehr schlecht, was hier jetzt gerade passiert. Alter, hau ab. Und die Karre ist am Qualm. Oh nee, und da kommt mir jetzt einer entgegen. Ich muss hier weg, ey. Er ist weg. Zurück zur Patrouille. Nächstes Mal kriegen wir ihn. Alter, ey, was eine Mission. Jetzt habe ich, das hat mir jetzt mal wirklich wieder alles abverlangt hier. Da habe ich mich ja jetzt mal sowas von konzentriert gerade. Okay, wir brauchen jetzt erstmal ein Auto. Ja, das hier sieht nach einer brauchbaren Karre für uns aus. Okay. Ja, wir brauchen sofort Hilfe. Gestohlener Wagen auf Central Island, bitte melden. Das ist jetzt irgendwie sehr schlecht. Große Neuigkeiten, Leute! Lesen Sie alles nach! Lesen Sie die Lost Haven Times!
Das heißt, wir müssen auf jeden Fall nochmal laufen kurz. Also ist das ein Bullenwagen? Nee, ist nicht. Kann ich mich nicht einfach hier verstecken? Okay, sehr gut. Jetzt muss ich nur irgendwie ein Auto finden, Freunde. Ich brauche ein Auto und zwar eins, was ich mitnehmen kann. Ich wusste nicht, dass die mir sofort die Bullen auf den Hals hetzen. Wenn ich versuche, ein Auto zu klauen. Okay, Freunde, das machen wir aber in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Mafia. Ja, also, bis zum nächsten Mal. Haut rein.